Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Im Osten von der majestätischen Anden liegt eines der berühmtesten oder das berühmteste Weinbaugebiet von Argentinien, nämlich Mendoza. Und die Provinz ist besonders geprägt vom Kontinentalklima. Und das Valle de Uco, das ist die wertvollste Weinlage in ganz Argentinien. Und die Weinberge von Topungato liegen in dem Hochgebirgstal im Südwesten von der Stadt Mendoza. Und der Topungato, das ist ein erloschener Vulkan auf der Grenze von Chile und Argentinien. Und 1997 ist die Finca Sofenia gegründet worden. Und die Wurzeln von der Finca Sofenia, die wachsen auf dem Ausläufer von dem Topungato. Die Finca Sofenia ist ein Weingut oder ein Produzent von Wein höchster Qualität, die in Argentinien anerkannt sind. Und Roberto Luca wählt bewusst Gualtalari, Topungato und Mendoza, um hochwertige Weine zu produzieren. Und der Malbec Estate Reserve, dem sind die Reben, die wachsen in der Lage Topungato auf 1200 Meter über Meer. Ich ziehe euch die zeigen. Die Farbe. Ein mittels bis dichtes Purpurrot. Und eine wunderschöne violette jugendliche Farbe, so ein violetter Rand in der Nase. In der Nase ist es eine riesen breite, vielseitige Aromatik. Ganz feine Note von Cassis, auch ein bisschen dunkle Krise. Und wenn man lang überlegt oder lang atmet, dann kommt man so ein ganz feine Muskatnoten oder Muskatnussnoten und ein bisschen eine leichte Würzigkeit, also sehr viele verschiedene Aromatiken im Gaumen. Im Gaumen ist es ein mittlerer bis kräftige, so einen jugendlichen, lebendigen Auftakt. Es ist noch ein junger, jugendlicher Wein. Eher eine gute Säure. Gerbstoff ist eher weniger spürbar. Die Säure ist ein bisschen dominanter, aber es ist eine saftige, gute Säure. Er ist auch der Abgang ist wieder ein lebendiger Abgang zwischen Säure und Gerbstoff. Immer wieder abwechslungsweise. Der Name Sofenia ist eine Inspiration von Roberto Luca. Er benennt seine Finca zu Ehren von der Tochter vom Partner, zum Beispiel Sofia, und der Name von seiner eigenen Tochter Eugenia. So entsteht Sofenia. Und also die nächste Generation ist bereits ein Teil vom Unternehmen in der Welt vom Wein. Und die Kombination von der Höhe Meter über Meer und ein kühles Klima, sandiger Boden, ergibt den schönen Malbec. Der ist jugendlich kräftig noch. Wenn das jemand nicht so gerne kräftig hat, würde ich ihn vielleicht noch in die Garaffe tun. Aber er ist wirklich, kommt richtig gut noch ein bisschen lagern oder in die Garaffe. Der ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch. Flasche für 17.20 Franken. Ein wunderschöner Malbec mit einer schönen Geschichte. Danke vielmals, ade miteinander.